Willkommen im Schmelztiegel der Kulturen, einer Collage europäischer und islamischer Einflüsse, Standort der legendären Bogenbrücke Stari Most. Ich zeige euch die Highlights, die dem Beinamen der Stadt Mostar als Perle des Balkans zugrunde liegen und die ihr bei eurem Besuch nicht auslassen solltet. Ein kurzer Spaziergang durch die Altstadt reicht aus, um zu erkennen, wer diese Straßen im 16. Jahrhundert erbaute. Islamische Handwerkskunst, türkische Architektur und der Duft nach gutem Essen. Man könnte meinen, ich sei in Anatolien, das hier ist aber Bosnien. Das osmanische Erbe Mostars ist in vielerlei Hinsicht erhalten geblieben. Monumentale Moscheen prägen das Stadtbild, viele Bewohner sprechen Türkisch. 400 Jahre osmanische Herrschaft wirken nun mal nach. Aber die Stadt ist auch durch den Bosnienkrieg und die Konflikte der Gegenwart gezeichnet. So finden sich an zahlreichen Hausfassaden immer noch Spuren des Krieges. Und viele Souvenirläden verkaufen skurrile Andenken aus Kriegsschrott. Das Wahrzeichen der Stadt ist gleichzeitig ein bedeutendes Mahnmal. Die Stari Most verbindet den christlich dominierten Westen der Stadt mit dem überwiegend muslimischen Ostufer der Neretva. Im Museum der Alten Brücke können Besucher über deren Zerstörung im Krieg lernen. Der Einsturz der Brücke illustrierte damals auf symbolträchtige Weise das Ende des friedlichen Miteinanders zwischen Christen und Muslimen in Bosnien. Ein Bruch, der in Mostar trotz märchenhafter Kulisse auch Jahrzehnte später hier und da spürbar bleibt.